Lieber Toni Kroos, ich sitze hier neben einem ganz, ganz großen Fan, nicht nur von dir, sondern von Real Madrid, vor allem nach dem Einzug gegen Bayern München ins Champions League Finale. Ich bin hier gerade im Irak, kurdische Region, und Ayhan hat sehr, sehr viel erlebt und hat nur einen Wunsch, nämlich dich und deine Mannschaft irgendwann mal im Stadion zu erleben und vielleicht auch ein Tor zu bejubeln. Und vielleicht kann Düsen noch ein bisschen was mehr über Ayhan und seine persönliche Geschichte erzählen. Ja, ich habe Ayhan zum ersten Mal kennengelernt vor knapp 5 Jahren. Ayhan war mehrere Jahre in IS-Gefangenschaft. Er wurde dort als Kindersoldat missbraucht und indoktriniert. So ein Propaganda-Videos über ihn erstellt, die ihn zu weltweiten zweifelhaften Ruhm gebracht haben. Er wurde missbraucht von dem IS für ihre Zwecke. Ayhan hat viel erlebt. Er ist von den Toten wieder auferstanden. Sie haben seinen Kopf eingeschlagen. Kannst du mir sagen, wie das passiert ist? Einmal hatte ich Durst und wollte etwas Kaltes trinken. Da haben sie mir auf meinen Kopf geschlagen. Mit so einem Stock haben sie mir auf den Kopf geschlagen. Und wir sind sehr froh, dass wir heute mit Ayhan hier sind, dass er uns ein Lächeln geschenkt hat. Und wir haben versprochen, dass wir alles dafür versuchen werden, ihm diesen Traum zu erfüllen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du dich seiner annimmst. Und ja, vielleicht trifft ihr euch ja das nächste Mal im Stadion. Es wäre Ayhan zu wünschen. A la Madrid!